Sehr geehrter Herr Peter Hart, im BMUV in Bonn. Dies ist eine Nachricht für Sie. Sie sind auffällig geworden, dass Sie Ihre Arbeit nicht richtig machen. Da ist einiges offen. Also in 2015 haben Sie das letzte nationale Entsorgungsprogramm bei der EU abgegeben. Laut der EU-Richtlinie 2011/70 ist dieses nationale Entsorgungsprogramm alle 3 Jahre zu aktualisieren. Das haben Sie wahrscheinlich nie gemacht, zumindest ist dazu nichts öffentlich. Das ist ein Versäumnis, das wir nicht einfach so hinnehmen können. Zweitens ist da die Sache mit dem Paragraphen 9a 1a. Die EVU haben einen Entsorgungsvorsorgenachweis laut ATG, Atomgesetz, vorzulegen. Auch das verfolgen Sie überhaupt nicht. Das ist eine Sache der Endlagerung. Das fällt in Ihr Ressort. Sie stehen im Ministerium dem Bereich Entsorgung vor. Also setzen Sie sich mal ans Telefon, sprechen Sie mal mit dem EVU. Der Entsorgungsvorsorgenachweis ist vollständig. Ohne Zweifel. Dann ist da drittens noch die Sache mit dem Stand AG. Das Standortauswahlgesetz. Da wird die Endlagerbranche mit einem Einzelgesetz geregelt. Sie müssen erkennen, dass 100 Grad immer falsch ist. Und etwas, was immer falsch ist, sollte bitte nicht im Gesetz stehen. Da ist auch die Sache mit den Tiefenangaben im Standortauswahlgesetz. Das ist Quatsch. Also die 100 Meter und 300 Meter, das ist überhaupt kein Endlager. Ich meine, man kann es in die Motsche legen, natürlich. Aber dann verrostet es, dann ist es nicht mehr bergbar und dann breitet sich das ganze Schadstoffinventar über die lange Zeitschiene an diesem Ort aus. Also die Tiefenangaben im Standortauswahlgesetz sind ganz grober Quatsch. Das ist derartig irreführend, dass ich Sie auffordere, Schritte zu unternehmen, dass das Standortauswahlgesetz an dieser Stelle geändert wird. Ich glaube, das waren jetzt schon mal ein paar Punkte, die Sie eine Zeit lang beschäftigen werden und wir erwarten an dieser Stelle Resultate. Ich meine, Sie sitzen gerne in Bonn, trinken ein bisschen Rotwein, der Bauch wird dicker, Sie beziehen ein ordentliches Gehalt. Wie wäre es, wenn Sie einfach mal das tun, wofür man Sie ursprünglich eingestellt hat? Nehmen Sie Ihre Aufgaben wahr. Ordnen Sie Ihre Gedanken und nehmen Sie Ihre Aufgaben wahr.